Willkommen zur 17. Folge von Bosetti will predigen, dem Format, in dem ich den Niedergang der deutschen Satire am Beispiel Sarah Bosettis aufzeige. Wir schauen uns heute Bosettis Auftritt beim NDR an. Also mal ausnahmsweise keine Folge von Bosetti will reden, sondern Bosettis Strategie gegen Populismus. Poesie gegen Populismus. Also achtet jetzt mal drauf, wie sie in dieser Folge hier Populismus definieren wird und warum das laut ihr ein großes Problem ist. Ich bin auf ihre Begründung ehrlich gesagt gespannt. Ich habe mir nur den Anfang hier angesehen und einer eventuell interessanten Stelle kurz Stopp gemacht, damit wir hier weitergucken können. Ich habe mir die ganze Folge noch nicht angesehen. So mache ich das meistens, dass ich mir es vorher nicht ansehe, sondern oder dass ich es mir vorher nur einmal kurz überfliege und es dann mit euch bespreche. Also ihr kennt das Vorgehen, ihr kennt das Format. Los geht's. Es ist kein Babyrosa, es ist postfeministisches Rosa. Das ist ein bisschen optimistisch, weil wir ja noch gar nicht im Postfeminismus angekommen sind. Ne? Ja. Aber ich dachte, man muss ja auch mal optimistisch sein. Vielleicht kommt er dann. Also es ist ja, ne, früher war es ja so, die Mädchen sind rosa. Dann haben wir gedacht, Feminismus, wir müssen uns vom Rosa lösen. Und die Idee ist, dass wir jetzt wieder dürfen. Du möchtest ja eigentlich auch gar keine Feministin sein. Ja, aber ich muss das Gefühl, du musst eine sein. Ja, natürlich muss ich. Weil? Weil der Sexismus sonst ja nicht von selber weggeht. Klug, kämpferisch, kontrovers, Kabarettistin Sarah Bosetti ist heute unser Gast. Ja, Sexismus. Also weil es Personen in der Gesellschaft gibt, die sich sexistisch verhalten, muss man jetzt einer tribalistischen Ideologie wie dem Feminismus folgen. Das gibt Sinn. Und hat ihre schärfste Waffe mit. Antje Althoff zeigt, welche das ist. Ich bekomme immer wieder Hasskommentare im Internet. Wahrscheinlich, weil ich einfach sehr unsympathisch bin. So ähnlich sinnvoll wäre es beispielsweise zu sagen, ich bin Nationalist, ich bin deutscher Nationalist, weil es Antideutsche gibt. Also ungefähr so sinnvoll ist diese Begründung. Es gibt ein paar Idioten, die sind sexistisch, deswegen bin ich Feministin. Also brauche ich, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Das ist ganz bestimmt nicht der Grund. Vielleicht liegt es eher daran, dass sie einfach kein Blatt vor den Mund nimmt. Was will diese Frau? Es kann doch nicht ihr einziges Anliegen sein, eine Bewegung anzuführen. Egal welche. Elon Musk kauft also die Meinungsfreiheit. Ich bin groß. Zu Sarah Wagenknecht, schaut euch da gerne Folge 11 und 12 von Bosetti will predigen an. Da hatte ich das auch schon mal besprochen. Also, wie gesagt, alle Folgen von dieser Reihe hier sind in der Playlist im angepinnten Kommentar verfügbar. Schaut da gerne mal rein. Großer Heidi Klum-Fan. Natürlich, ich bin ja Feministin. Feinste Satire, gepflegte Ironie, das ist ihr Werkzeug. Egal ob Kabarett, Podcast oder Fernsehen, ihre Stimme wird gehört. Markus Söder ist ja in der Vergangenheit ein-, zweimal durch leicht populistische Aussagen aufgefallen. Populismus, aktuell die größte Gefahr für unsere Gesellschaft, sagt sie und findet eine ganz eigene Art, damit umzugehen. Lieber Herr Höcke. Populismus, nicht Wokeismus, nicht Neoliberalismus, nicht, die steigende Ungleichheit zwischen Arm und Reich, nicht die Blockkonfrontation zwischen den USA und China, nicht der Wirtschaftskrieg, den die EU und die USA gerade gegen Russland führen, nicht der Krieg, der in Europa tobt, nein, sondern Populismus. Das soll die größte Gefahr sein, aber lassen wir den Beitrag mal weiterreden. Höcke, lassen Sie mich Ihnen mit einem Gedicht antworten. Poesie gegen Hass und Fake News, das ist meine Ansage. Wenn jemand... Was Bosetti als Fake News bezeichnet, das hatten wir ja in Folge 16 auch schon gesehen. Nämlich alles, was nicht ihrer Meinung entspricht. Angst hat, soll er zu Hause bleiben. Sie ist definitiv kein Stubenhocker. Sarah Bosetti. Ja, wer Angst hat, soll zu Hause bleiben, so heißt dein Buch und das Programm. Die Leute, wie ängstlich sind sie? Kommen sie oder bleiben sie zu Hause? Ja, ich habe gedacht, was für ein super Programmtitel, oder? Weil da einfach niemand kommt. Ich glaube, dass die Leute sehr unehrlich sind und trotzdem kommen, weil eigentlich ist ja Angst schon etwas, das uns alle in irgendeiner Form eint. Und im Moment besonders, ne? So eine Unsicherheit ist einfach spürbar. Natürlich. Aber ich bin ja gar nicht gegen Angst. Angst ist ja, hat ja einen Sinn und Zweck. Es ist ja gar nicht schlimm, Angst zu haben. Das Zitat
ist eins, was wirklich so gefallen ist, nämlich von FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. In der Pandemie, genau. Wieso hast du dir das ausgerechnet ausgesucht und in welchem Zusammenhang hat er das gesagt? Er hat das in einer Talkshow gesagt in Bezug auf die Corona-Pandemie. Mhm. Was natürlich, wie häufig bei Wolfgang Kubicki, den ich ja ganz toll finde, so ein Satz ist, der ganz toll klingt und lustig und griffig und wahr. Er hat nur gar nicht so einen großen Bezug zur Realität. Und wenn man ihn dann klärt, wenn man ihn dann aufklärt, wenn man dann sagt, naja, es ist natürlich nicht so, dass alle, die Angst haben, zu Hause bleiben können. Und es ist natürlich so, dass die Leute, die Angst haben und zu Hause bleiben, sich vielleicht trotzdem irgendwie anstecken und die keine Angst haben, dass es ein Problem ist. Wenn man das alles aufdröselt, dann ist es kein so schöner Satz mehr. Es hat nur einen größeren Bezug zur Realität. Und deswegen dachte ich, das ist ein ganz schöner Titel. Das Schöne ist, du hilfst uns, auch diese Zitate noch mal ein bisschen genauer zu betrachten und unter die Lupe zu nehmen, und antwortest den Politikern oder den Mächtigen, die solche Sätze einfach so dahinschmeißen, mit Gedichten. Ja. Warum Gedichte? Gedichte sind einfach eine ganz wundervolle Form. Also ich glaube, dass es vielleicht auch vielen Leuten einfach daran mangelt, dass sie nicht häufig genug Gedichte. Also ich habe die Gedichte zu Julian Reichelt und Friedrich Merz gesehen und ja, sonderlich gehaltvoll ist das leider nicht, deswegen reagieren wir in dieser Reihe darauf auch nicht. Geschrieben bekommen. Deswegen dachte ich, ne, sie haben sich das verdient. Wolfgang Kubicki ist sicherlich ein glücklicherer Mensch, wenn man ihm ab und zu mal ein Gedicht schreibt. Und all die anderen auch. Julian Reichelt hat es einfach verdient, ab und zu mal ein Gedicht geschrieben zu bekommen. Du hast Julian Reichelt, ehemaliger Bildchef, Populist auf Twitter, auch ein Gedicht geschrieben. Aufgrund welches Zitats? Als es um diese ganzen Proteste im Iran, das haben ja sicherlich alle mitbekommen, ging, hat er gesagt, Merksatz für alle, die jetzt fest an der Seite der Frauen im Iran und Afghanistan stehen, je mehr junge Männer aus diesen islamischen Diktaturen zu uns kommen, desto mehr wird unser Land wie Iran und Afghanistan. Und daraufhin hast du gedacht, das verdient auch ein Gedicht. Auf jeden Fall. Das wollen wir jetzt mal hören, dann verstehen wir, wie es funktioniert. Zumal der Satz nicht so viel Sinn ergibt. Ja, die Bevölkerung in Afghanistan ist relativ konservativ, aber im Iran stimmt das schon wieder nicht mehr. Da ist die Bevölkerung, also solche pauschalen Aussagen sind immer schwierig, aber in der Gesamtheit kann man schon sagen, dass die Bevölkerung da wesentlich progressiver, wesentlich säkularer ist als die iranische Führung. Es hat da ja auch immer wieder große Proteste gegen beispielsweise die Kopftuchpflicht gegeben, um jetzt mal so ein Reizthema zu nehmen, woran sich dieser ganze Protest gegen diese islamische Revolution da immer wieder woran sich das immer wieder zeigt. Herr Reichelt, ich weiß, Sie sind für Feminismus wie Einstein einst für die Physik. Oh Gott, ich hatte ja gesagt, wir hören uns das nicht an. Wie es aussieht, hören wir uns jetzt doch an. Ja. Vorreiter, Ihr Altruismus ist unerreicht und unbesiegt. Ich spreche, glaube ich, hier für alle. Sie sind unser Frauenschild. Ob Muslima, Mutter Christin, ob Praktikantin bei der Bild. Ich möchte einfach Danke sagen für Ihre Kraft, wo ich verzage. Und ich würde mich nie beklagen. Ich habe nur eine Logikfrage. Der Mensch ist ja im Allgemeinen recht bequem und faul im Kern. Sie kennen das von sich beim Denken. Der Mensch verlässt sein Heim nicht gern. Wer also von zu Hause flieht, ist das nun echt der Islamist? Wer ins Unbekannte zieht, ist das nicht der, der anders ist, der keinen Krieg will und kein Leid, den man verfolgt, dem Strafe droht, der in Gefahr ist, sich befreit von Gefängnis, Folter, Tod? Ich könnte sagen, mir egal, Frauen, Männer, Kinder, Vieh sind ein Gewinn für dieses Land, solange sie nicht so sind wie Sie. Doch heute geht's mal nicht um Hetzer. Ja, auch das soll's manchmal geben. Es geht, und sorry für das Pathos, es geht um Frauen, Freiheit, Leben. Normalerweise gibt es jetzt einen Applaus. Okay, wie das Edda jetzt da reinpasst, also dieses Slogan der iranischen Proteste, okay, sie sagt, dass die Leute, die daher fliehen, dass das eher die sind, die die Regierung dort auch kritisch sehen. Mag sein. Also es war wenigstens mal Satire, ist, höheres qualitatives Niveau als die ganzen Beiträge, die sie immer auf Busetti will reden bringt, aber ja, da hatten wir uns in den letzten Folgen ja schon ganz viel Unsinn angesehen, deswegen. Das muss man mal sagen, das Gedicht ist jetzt zumindest mal Satire. Also es wird mit Ironie gearbeitet, es wird, ihr habt es ja gerade gehört. Wenn es im Programm liest, du warst es ja auch so auf der Bühne, hat eigentlich schon mal einer der Politiker oder auch in dem Fall jetzt
Journalist Reichelt reagiert auf deine Gedichte? Noch nicht, aber ich glaube, er kennt es auch noch nicht. Ich habe gedacht, ich könnte ihm das Buch schicken. Ich schicke denen einfach allen, also ich schicke fast allen das Buch. Ich bin mir nicht ganz sicher, Putin ist zum Beispiel auch drin. Ich bin mir unsicher, ob ich mich traue. Aber ich würde sagen, allen, die, bei denen ich jetzt nicht Angst habe, dass sie mich dann einfach sofort umbringen, den könnte ich ja einfach dieses Buch schicken. Und dann schauen wir mal. Hast du das Gefühl, es sind mehr geworden, die ein Gedicht verdienen? Also werden die Sprüche und die populistischen Äußerungen einfach härter und gefährlicher? Seit wann? Also ich habe jetzt keinen Zeitstrahl im Kopf, aber so merkst du da so eine Entwicklung? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es durchgehend so schlimm ist, dass man ständig das Gefühl hat, so schlimm kann es früher noch nicht gewesen sein. Ich glaube im Gegenteil, dass wir bei aller Kritik, die ich auch habe an unserer Debattenkultur, und das ist viel und große Kritik, zumindest in einer Situation sind, in der mit durch die sozialen Netzwerke nicht zuletzt, die ja immer so verteufelt werden, es wirklich eine große Möglichkeit zur Reaktion gibt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass in... Ach, hat sie nicht bei ihrem Rosetti will reden Folgen? Ich verweise auf Folge 16 von Rosetti will predigen, da hatte ich das ja auch schon besprochen. Hat sie sich da nicht für Zensur ihrer politischen Gegner ausgesprochen? Hat sie sich nicht dafür ausgesprochen, dass die eben nicht mehr frei ihre Meinung sagen können? Irgendeiner Form früher bessere Politik betrieben wurde oder dass die Mächtigen dieser Welt, das klingt immer so, aber dass die Mächtigen dieser Welt gewissenhafter waren als heute, das glaube ich nicht. Populismus, ein großes Thema und man fragt sich ja, du kämpfst dagegen mit der Poesie, was das eigentlich genau ist und wie Populismus als politisches Instrument auch genutzt wird. Christopher Braun und Hanno Gröpper zeigen es. Das ist doch beruhigend, dass die Kompetenz bislang die Oberhand behalten hat, oder? Das ist auch eine gewagte These, würde ich sagen. Ja, hab ich das auch gedacht. Naja, der Beitrag wurde uns gerade nicht gezeigt, aber wie Populismus als Instrument benutzt wird. Erstmal müsste doch mal gesagt werden, was ist Populismus? Was meinen die beiden, wenn sie von Populismus reden? Also Populismus, das ist jetzt gleichbedeutend für alles, was Rosetti nicht gefällt. Also das ist hier jetzt, so könnten wir als Zuschauer, die vorher noch keine Vorstellung von Populismus hätten, es ja nach diesen 9 Minuten Gespräch hier definieren. Populismus ist alles, was Rosetti nicht mag und was sie kritisiert. Also Populismus ist einfach ja so ein abwertender Pauschalbegriff, der nichts Konkretes meint, sondern der sich auch ja in so einer Trennung Freund-Feind orientiert und nicht an irgendwelchen konkreten inhaltlichen Punkten. Dass da Frau Merkel dann zu sehen war in dem Moment, ist das ein etwas älterer Einspielfilm? Oder? Eigentlich nicht, aber ich glaube, es hat gerade gepasst. Okay, na gut. Aber als Wissenschaftlerin würde man ihr jetzt auch Kompetenz unterstellen, denke ich. Ne? Wer oder was ist denn eigentlich das ergiebigste Thema oder die ergiebigsten Personen für dich? Wo weißt du, da finde ich auf jeden Fall was? Und vielleicht auch in welcher Ecke? Mehr in der rechten oder in der linken? Das klingt erstmal so, als würde ich danach suchen, um etwas zu bekommen. Es ist im Gegenteil ja eher so, dass ich versuche, nicht daran zu verzweifeln, dass es so viel Populismus gibt. Und also ich will dieses Wort jetzt auch gar nicht. Was ist denn Populismus? So totreden. Mir geht es vor allem darum, dass wir alle ernstzunehmenden Probleme, die wir als Menschheit haben, absolut lösen könnten, außer der Liebe und außer dem Tod. Ich glaube, daran werden wir für immer verzweifeln. Aber alles andere könnten wir lösen, wenn wir vernünftig darüber reden würden. Und dann haben wir Menschen, die... Exakt. Deswegen ist es wichtig, keine Meinung zu zensieren. Deswegen ist es wichtig, dass alle am Diskurs teilhaben können. Deswegen ist es wichtig, dass die meinungsbildenden Institutionen, große Medienkonzerne und die Öffentlich-Rechtlichen, dass die nicht nur ein gewisses Spektrum abbilden, sondern möglichst versuchen, das gesamte Meinungsspektrum, das gesamte relevante Meinungsspektrum abzubilden. Jetzt kann man fragen, was ist relevant? Wenn wir jetzt sagen, okay, verfassungsfeindliche Meinungen, Leute, die keine Ahnung zu Gewalt aufrufen, die nehmen wir raus. Aber alles andere, alle Lösungsvorschläge, über die man als Demokrat vernünftig darüber diskutieren kann, die sollte man erstmal reinnehmen. Das heißt, hier sollte nicht nur eine Sarah Bosetti eingeladen werden, sondern ja, auch ein Journalist aus den Alternativmedien. Also heute wird Sarah Bozzetti ist jetzt ja gar keine Journalistin, sondern auch ein Komiker, der eher alternativ unterwegs ist. Heute wird Sarah Bozzetti eingeladen und morgen dann von mir aus Uwe Steimle oder Salim Samatu. Diese Welt regieren tatsächlich, und ich meine jetzt nicht irgendeine diffuse Geheime, sondern ich meine wirklich die Menschen, die einfach die Länder regieren und die dann auf so eine Art und Weise über diese Probleme sprechen. Dann sagt Donald Trump, wir sollten uns Desinfektionsmittel gegen Corona spritzen. Dann sagt Beatrix von Storch, wir sollten die Sonne verklagen, wenn es um den Klimawandel geht. Markus Söder
sagt sehr viel und das macht die Welt auch nicht immer besser. Ne? Und ich denke einfach, wenn wir vernünftig, wenn wir all diesen Problemen mit ernsthafter, zugewandter Vernunft begegnen würden, könnten wir die alle lösen. Das heißt, ich richte mich nicht gegen eine politische Richtung, wobei ich in der aktuellen Situation weniger im linken Spektrum die Gefahr sehe als im rechten. Und ich finde es auch schwierig, das mal so gleichzusetzen. Zu Wagenknechts Friedensdemonstration hat Busetti gesagt, eure Friedenstauben scheißen auf ukrainische Gräber. Die Querdenken-Demonstranten hat Busetti als Blinddarm der Gesellschaft bezeichnet. Und Querdenken war eine teils linke Bewegung. Also Busetti hat in ihren Formaten häufig genug gegen Linke geschossen. Aber ich gehe gar nicht so sehr auf die Suche. Das Drama kommt zu mir. Nein, es ist ja da. Ne? Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir darüber reden, wie wir über die Dinge reden. Also du sind Politiker, die Gegenstand deiner Gedichte werden, aber auch zum Beispiel die Klimakleber. Ich würde die ja nicht so nennen. Sondern? Ein bisschen, ich weiß nicht, KlimaaktivistInnen zum Beispiel, weil sie das ja sind. Es ist immer so schwierig, weil so Begriffe ja so schnell besetzt werden. Ne? Und Klimakleber ist, glaube ich, tatsächlich von der Bild erfunden worden. Schönes Wort, grundsätzlich. Aber auch so ein Wort, womit man sie sehr schnell auf diese eine Protestform reduzieren kann und sehr schön davon ablenken kann, worum es ja eigentlich geht. Ne? Ja, das finde ich gut, dass du es sagst. Du hast recht, wenn ich drüber nachdenke. Also ich finde ja grundsätzlich sowieso, dass viel zu viel über die Form des Aktivismus gesprochen wird und über speziell die letzte Generation und viel zu wenig über das Klima. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Menschen gefährdet werden und darüber kann man ihn. Ja, ach, AktivistInnen. Haben Sie? Ja, nachdem bekannt wurde, dass Sie nach Bali geflogen sind, zwei von Ihnen. Ja, ach, ich finde das ehrlich gesagt aber eigentlich total überdramatisch. In Jahren. Also ich bin in den letzten 10 Jahren, glaube ich, einmal mit dem Flugzeug geflogen. Ich weiß es nicht. Und es ist komplett. Also ich habe mich mit dem Thema Klimaschutz bei Busetti schon in Folge 13 auseinandergesetzt. Da hat sie ziemlich viel emotionalisiert, ziemlich wenig sachlich argumentiert. Und ja, deswegen überspringe ich das Thema jetzt in diesem Interview, glaube ich mal, weil da nicht sonderlich viel Interessantes kommt, außer wir müssen was gegen den Klimawandel tun, Proteste sind gerechtfertigt. Und ja, was soll man da jetzt inhaltlich gegen sagen? Albern, so wie er jetzt auch irgendwie wahrscheinlich auch von der Bild, ist jetzt so eine Vermutung, die erschreckenderweise vermutlich wahr ist, so ausgerechnet wurde, welche Okay, inhaltlich gegen diese Protestform können wir natürlich sagen, dass es jetzt vielleicht nicht die beste Idee ist, ganz normale Autofahrer abzufacken, sondern man vielleicht gegen die Politiker demonstrieren sollten, die keinen Klimaschutz betreiben, also sich keine Ahnung, an Habecks Dienstwagen festkleben und nicht die ganz normale Bevölkerung nerven. Aber mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Also Ministerinnen und Minister, wie viel fliegen? Und überraschenderweise herauskam, dass Annalena Baerbock am meisten fliegt. Werden kann. Das macht jetzt nicht einfach nur mich persönlich ein bisschen wahnsinnig, das schon auch. Aber es ist vor allem so destruktiv und es ist so ein einfaches Mittel, das so, so, so erfolgreich ist. Das führt tatsächlich dazu, dass wir sind jetzt wieder bei Populismus. Rechtliche Missverstehen und dieses Diskussionen. Und das funktioniert. Also das ist, die Sache herauskam, dass Annalena Baerbock am meisten fliegt, denn laufen. Ne, so. Und das ist, das sind doch alles so Stellvertreterdiskussionen. Und das funktioniert. Also deswegen dieses Buch und deswegen auch der Drang, dieses Buch zu schreiben und dieses Programm zu machen, weil es so dieses absichtliche Missverstehen und dieses absichtliche Diskursverschieben und dieses absichtliche die Diskussion. Also wenn jemand Frieden in der Ukraine fordert, beispielsweise sagen, eure Friedenstauben scheißen auf ukrainische Gräber. Wenn man einfach will, dass das Sterben aufhört. Immer irgendwo hinlenken, wo sie nicht konstruktiv geführt werden kann. Ach, also genau das, was Busetti auf ihrem Kanal jetzt schon über 2 Jahre lang macht. Das macht jetzt nicht einfach nur mich persönlich ein bisschen wahnsinnig, das schon auch, aber es
Ganz ehrlich, wenn diese Wokisten über ihre Gegner reden, das ist Projektion. Sie beschreiben exakt ihr eigenes Verhalten und tun dann so, als würde ihr Gegner dieses Verhalten an den Tag legen, obwohl sie selber es sind, die sich genauso verhalten. Es ist vor allem so destruktiv und es ist so ein einfaches Mittel, das so, so, so erfolgreich ist. Das führt tatsächlich dazu, dass wir am Ende nicht über die Sache an sich sprechen. Und deshalb hast du eben auch das Bedürfnis, einfach auch durch eine andere Sprache, glaube ich, die Debatte wieder in ein anderes Licht oder auf eine andere Bahn zu bringen. Und davon oder dafür bekommst du großen Respekt von deinen Kollegen. Und einer will es dir jetzt mal persönlich sagen. Tach, ich bin's, der Thorsten. Ich sitze hier gerade in Gera und ich weiß, du sitzt in diesem Moment in Hamburg. Und ich will dich ganz lieb grüßen. Du bist wahrscheinlich auf der roten Couch und ich bin auf der braunen. Die war vorher weiß, aber ich habe was Schlechtes gegessen. Pfui, pfui, unterirdischer Humor, absolut ekelhaft. Aber toll ist, was du machst. Ich lese deine Sachen gern und ich höre dir gerne zu. Deine Haltung hätte ich auch gerne. Ich arbeite noch dran als alter weißer Knacker, ehrlich gesagt. Und ich finde dich ganz großartig. Ich habe viel Spaß in Hamburg. Unsere Wege kreuzen sich bald wieder, da bin ich mir sicher. Es ist wirklich eine hässliche Couch. Circle Jerk. Bis die Tage. Kabarettist Thorsten Sträter. Das ist sehr schön. Ja, vor allem, er hat ja vor allem deine Haltung gelobt. Ist das ein Kompliment? Ich glaube, er meinte jetzt nicht die... Ja, immer das, was die Regierung sagt. Das ist Bosettis Haltung. Sichtbare, die sondern hat die er auf keinen Fall gemeint, aber spürbare. Ja. Ist das, das sehen wir in der Ukraine, das sehen wir im Nahostkonflikt. Immer die aktuelle Regierungsposition ist Bosettis Position. Kompliment, über das du dich besonders freust? Also ich freue mich grundsätzlich über alle Komplimente. Ich freue mich über alle Komplimente von Thorsten ungefähr 10-mal so doll. Und Haltung, ach, Haltung ist auch so ein Wort, ne? Ja, doch, ich finde das gut. Ich finde das gut. Vielleicht brauchen wir doch mehr Menschen mit Haltung. Ja, ehrlich gesagt hätte ich gedacht, dass man als politischer Kabarettist oder Kabarettistin ohnehin eine Haltung braucht. Ohne geht's doch gar nicht, oder? Doch, erschreckenderweise geht das auch ohne. Du denkst jetzt an Kollegen, deren Namen du aber nicht nennen willst. Ja, aber das klingt jetzt so, als fände ich sie alle doof. So ist es nicht, aber ich habe das schon beobachtet. Mhm. Ja. Du bist ja sehr politisch. Also du, finde ich, du betrachtest die... Kabarettistin ist politisch. Das ist jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches. Die Frage ist doch, wie politisch ist sie? In welche Richtung? Wen kritisiert sie? Die Herrschenden oder die, die in den Medien ohnehin schon dämonisiert werden? Dinge aus einer sehr politischen Sicht, ist das was... was dich einfach sehr umtreibt und immer schon umgetrieben hat? Nicht nur. Also manchmal finde ich sogar ein bisschen schade. Ich finde das irgendwie, ganz toll, mich mit dem zu befassen, worüber, ich würde auch gar nicht unbedingt politisch sagen, sondern sich die Gesellschaft... Gesellschaftsrelevant. Genau, also womit sich die Gesellschaft gerade befasst, das finde ich irgendwie toll. Aber dadurch, dass ich ja es jetzt einfach jede Woche mache, mache ich natürlich auch nicht so viel anderes. Also ich könnte auch zwischendurch einfach noch so ein paar Herzschmerzgedichte schreiben oder so. Oder so, und dazu komme ich nicht. Also es ist nicht so, als würde mich das Private und das Kleine zwischen Menschen nicht interessieren. Oder das Große zwischen Menschen vielmehr noch so. Ne? Aber Liebe. Die Liebe. Beispiel. Die Liebe interessiert mich auch. So ist es nicht. Ne? Also, aber im Moment, es ist auch so, es ist eine Momentaufnahme. Wer weiß. Ne? Frag mich in 10 Jahren nochmal oder in 5 oder in beschäftige mich erst in einer halben Stunde. Und jetzt ist schon genug. Genau. Deine Waffe gegen Populismus, haben wir gesagt, ist Poesie. Und was ist Populismus? Okay, ihr habt ja noch fast 10 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten Zeit, uns das zu erklären. Das ist übrigens Trend. Lyrik boomt nämlich. Junge Leute sehen wir zwar oft mit Smartphones, aber viele lesen oder schreiben auch selbst Gedichte. Es gibt Poetry Slams, Literaturfestivals und jede Menge Lesungen. Und in Hildesheim ist das literarische Schreiben von Lyrik ein Studienfach. Andreas Moll hat die junge Lyrikszene des Nordens in Hannover ja. Gedichte so beliebt ist. Wir sind in Brüssel, nicht ohne Grund. Ja, wir müssten jetzt jede Menge Erinnerungen wach werden und vor allem der Frittenduft ist schon in der Nase. Die kamen gerade schon während des Beitrags, haben wir schon gedacht, oh, jetzt werden die kalt, bis wir dürfen. Also, ja, vor allem, dürfen wir jetzt? Ja, du darfst sehr gerne und kannst auch gerne rot-weiß oder... Mhm. Der Ton freut sich jetzt, auch wenn wir so knurpsen währenddessen. Ja, genau. Ja, wie kommt es, dass du in so einen Bezug zu Brüssel hast? Ich habe da studiert. Mhm. Ich habe da 5 Jahre gewohnt. Ja.
Es ist auch so ein bisschen, also es ist so ein bisschen. Fünf Jahre, ja. Es ist ein bisschen zu. Oh, Entschuldigung. Ja. Alles gut, es ist ein bisschen zu sauber dafür, dass es Brüssel sein soll hier. Mhm. Ach so, meinst du? Ich hab Filmregie studiert und ich finde das, was ich jetzt mache, gar nicht so anders. Mhm. Weil das ja auch Geschichten erzählen ist. Es ist ja nur eine andere Form. Ne? Aber du wolltest eigentlich hinter die Bühne mit Filmregie und bist jetzt auf der Bühne. Also das wundert mich auch nach wie vor ein bisschen, dass ich auf der Bühne bin. Ich bin gar nicht so eigentlich. Also ich bin nicht so, dass ich in der Schule schon immer in der Theater-AG war und unbedingt auf die Bühne wollte. Also die Bühne hat mich, glaube ich, also irgendwie muss sie mich ja angezogen haben, sonst wäre ich ja nicht, ne, dahin gekommen. Aber ich glaube, sicher, warum ich auf der Bühne stehe. Weil ich halte uns alle, die wir vor der Kamera und auf der Bühne stehen, ja für ein bisschen wahnsinnig. Mhm. Nicht im Klinischen. Also, falls ihr euch fragt, warum ich das gerade überspringe, hier geht es um Bosettis persönliche Motive und die sind mir ehrlich gesagt egal. Ich könnte jetzt das tun, was sie gerne macht, nämlich ihr niedere Motive unterstellen, aber ja, möchte ich nicht. Und ja, man kann nicht in die Menschen reinschauen, also ist es mir relativ egal, was ihr zu sagt. Ich habe also Poetry Slam wirklich, weil du das immer so erwähnst. Mhm. Ich habe das ein bisschen gemacht, aber ich habe angefangen bei den Berliner Lesebühnen und die Preise. Ich habe da nie einen Preis gewonnen. Ich bin einmal Zweite geworden. Das ist der Inbegriff ist von nicht gewinnen. Ja, was? Okay, ist jetzt ein bisschen fies, alte Beiträge von ihr zu nehmen, aber ihre aktuellen Beiträge haben ja wirklich so eine schlechte Qualität. Damit würde sie auch keinen Poetry Slam gewinnen. Also ja, was soll man dazu sagen? Auch schon einen Preis. Nee, das ist das. Es könnte, ja, es ist ein weiteres Indiz dafür, dass sie eben nicht dort diese Beiträge auf dem ZDF-Satire-Kanal veröffentlichen kann, weil sie so gute Satire macht, sondern weil sie linientreu ist. Das Erfolgreichste nicht gewinnen. Mhm. Und Preise habe ich eigentlich nur mit Kabarett und Satire gewonnen. Und da auch ordentlich abgesahnt, muss man sagen. Hat sich gelohnt. Gut. Ja, gut so. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, ich habe ganz viele Preise gewonnen, aber gleichzeitig ist es ja auch so eine fast schon arrogante Heuchelei, wenn man dann sagt, nein, das war nicht ja, so. Ja, ist doch auch schön, freu dich doch, ist doch prima. Ich freue mich. Also gerne nochmal, ne? Ja, was dafür spricht, dass diese Preise relativ wertlos sind. Also ganz ehrlich, das sind wirklich. Es ist extrem schlechte Satire. Ich würde bei den meisten Beiträgen von ihr nicht mal sagen, dass das Satire ist. Also sie spitzt nichts ironisch zu. Sie wendet keine satirischen Mittel zur Darstellung an, sondern sie sagt einfach nur ihre Meinung und die ist mal halt fast immer auf Regierungslinie. Und nochmal auf die vielen Preise. Ich finde das gut. In der Kabarett-Szene, wie bist du da verankert? Macht da jeder so seins oder habt ihr viel Kontakt untereinander? So die Kabarettisten, Kabarettistinnen, die man hier kennt und sind mehr die Frauen eine Gang und die alten Weißen, wie Streter vorhin gesagt hat, Männer? Oder wie funktioniert das? Wie stelle ich mir das vor? Also ich bin ja erstmal gar nicht so ein großer Fan von diesem, dass alle alten weißen Männer unbedingt schlecht sein müssen. Mhm. Das, ich glaube auch Thorsten. Da freuen sich jetzt ganz viele alte weiße Männer, dass du das sagst. Gut. Ja, es gibt aber auch wirklich schlechte. So ist es nicht. Ne? Aber es gibt übrigens auch alte weiße Frauen, so ist ja nicht. Ne? Ich weiß. Und es ist natürlich so ein bisschen, wo wir auch bei Populismus und wie reden wir über Dinge sind, so ein Kampfbegriff geworden. Mein Mitleid ist so ein bisschen begrenzt, weil das nun mal tatsächlich jetzt so statistisch gesehen und strukturell die privilegierteste Gruppe unserer Gesellschaft ist. Deswegen. Ja, Altersarmut steigt immer mehr an. Alte weiße Männer sind wohl privilegiert. Ja, kann man einfach mal so raushauen. Dann guckt mich das wirklich an, die Altersarmut, die war vor 30 Jahren noch ein relativ kleines Problem in Deutschland. Das Problem ist immer größer geworden, eben wegen der extremen Rentenkürzungen, die wir von Almutter Gerhard Schröder gesehen haben. Also das mit dieser Privilegierung, das mag vielleicht vor 30 Jahren noch gestimmt haben, aber für die, die während ihres Arbeitslebens keine volle Erwerbsbiografie hatten, beziehungsweise die zeitweise sehr wenig verdient haben, für die stimmt das auf keinen Fall. Was auch wieder zeigt, dass es völlig bescheuert ist, eine Kritik an unserem ökonomischen System auf diese identitären Merkmale zu verkürzen. Man sollte sich auf die ökonomischen Verhältnisse konzentrieren. Und das Wichtigste in unserem System ist halt, ob man Geld hat oder es nicht hat. Und darauf sollte Satire sich konzentrieren. Das hat Neues aus der Anstalt, das hat die Anstalt auch immer gemacht, um mal Beispiele für gute Satire zu nennen, die es mal gab. Aber ja, im deutschen Kabarett, das ist mittlerweile komplett von dieser Woken-Identitätspolitik verseucht.
mich da jetzt ein bisschen weniger für ihre Rechte einsetzen als für die Migrantenkinder. Mhm. Trotzdem, kein großer Fan dieser, aber sagen wir mal, ältere privilegierte Herren müssen ja auch gar nicht alle schlecht sein. Podcast, es ist wirklich ein Riesenmarkt geworden. Du mischt auch mit. Ja. Wann und wo können wir dich hören? Ich mache ja den Extra 3 Podcast. Okay, der Podcast hat mich extrem der Podcast hat mir gezeigt, dass ich mich bei Christoph Sieber extrem getäuscht habe. Ich hatte ihn eigentlich immer für einen guten Kabarettisten gehalten. Ich fand es schade, dass man Sieber eingestellt wurde, aber dann, ja. Aber was er dann in diesem Podcast da, ich glaube, es war über Wagenknecht. Schaut euch das Video nochmal an. Das ist ein älteres Video auf meinem Kanal. Was er dann da gesagt hat, das war so unmöglich, dass ja, ich wirklich enttäuscht von ihm war. Podcast Bosettis Woche heißt der, immer freitags. In dem Podcast wirst du natürlich auch nur eingeladen, wenn du linientreu bist. Also wenn Sieber sich kritisch geäußert hätte, wäre er nicht eingeladen worden. Der wird immer freitags nachmittags veröffentlicht. Und weißt du schon, was du erzählen wirst? Hast du schon im Kopf oder das ist total spontan? Es ist, also ich bereite mich schon vor, aber meine Vorbereitung liegt vor allen Dingen daran, dass ich ganz viel Nachrichten lese, weil wir besprechen die Woche. Was immer wichtig war, besprechen wir. Ja. Du bist auch, wie gesagt, haben wir auf Tour mit deinem Programm. Für alle hier im Norden natürlich interessant. Wann kommst du zu uns? Ich komme tatsächlich am 25.03. nach Hamburg. Ich kann also fast da bleiben. Ja, wunderbar. Also dann von Berlin ist ja auch kein Weg, also komm am besten wieder. Ja. Vielen Dank, Sarah, auch für die vielen Impulse, die vielen Denkanstöße, die in deinem Buch stecken, die vielen klugen Gedanken. Das ist wirklich sehr schön geschrieben und tolle Gedichte. Lohnt sich da einfach mal reinzugucken und reinzuhören. Dankeschön. Und morgen geht's hoch hinaus. Thomas Huber kommt, Extremkletterer, Bergführer und einer der besten Alpinisten der Welt. Freuen wir uns. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch. Schaut gerne in der Playlist im angepinnten Kommentar vorbei. Da findet ihr alle Folgen von Bosetti will predigen. Wie gesagt, in diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch. Bis zum nächsten Mal.